Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Es Reiter und wir sind in Folge 204 von Avorion. Ja, wir sind unterwegs und wollen, wenn das hier der Miner ist, in ein Dingens gehen. Wie heißt es? In eine Station, in Ausrüstungsdock, um da zu handeln. Weiß aber nicht, ob das geht. Das müssen wir dann ausprobieren. Das machen wir aber alles nach dem Intro. Gucken wir uns das an und schauen dann, wie wir da die Reputation oder wie das auch immer heißt, hier auf jeden Fall das neutral in ein Gut umwandeln, die Beziehung. Würde ich sagen, bis gleich. So, Station liegt schon hier vor der Tür. Mal gucken, ob das überhaupt geht, was wir vorhaben, oder ob das nur am Handelsdepot geht. Ja. Na ja, gut geklappt hier, der ist ja flott unterwegs, das Teil. Ja, und da ist er gedockt. Einmal der Traktorstahl da dran. Nicht den Traktorstahl, sondern Traktorstrahl. Dein Schiff Lady in Sektor wird angegriffen. Oh, das ist schlecht. Jetzt mit dem Lady, da kommen wir jetzt mal gleich hin. Da müssen wir hier mal raus. Die Lady war nämlich das Problem, dass die Lady, sag schon, ich habe mich mit der Lady und der Lady 2 vertan, ne? Das war mein Problem, ne? Wollen wir hoffen, dass wir da nicht zu spät kommen, um die da zu retten. Da sind sie. Müssen wir mal gucken, dass wir da abhauen. Sprung wird verweigert. Für wie lange? Also da oben steht es ja, 69 Sekunden. Und auf jeden Fall gucken, dass wir da wegkommen, ne? Den Akku nicht zu sehr leer juppeln. Oh, da wären wir schon angegriffen. Kein blassen Schimmer, warum das jetzt hier gerade so schlecht fliegt, aber wir müssen erstmal diese 65 Sekunden da loswerden, ne? Die sehen schon böse aus. Ich glaube, die haben irgendwie drei Striche in Markierung, ne, und so. Ja. Geben auf jeden Fall schon mal die Koordinaten ein und fliegen die Richtung. 64 Sekunden, wow. Da kriegen wir ordentlich Schaden ab, ne? Ich glaube, das sieht gerade ganz schlecht aus, weil wir nicht mehr laden können, ne? Oh, und da sind wir kaputt. Da hatten wir hier keine Chance. War vielleicht nicht die gute Idee, mit der Lady das zu machen, ne? Das Schiff Lady 2 wurde zerstört. Schlecht. Ganz schlecht. Aber das stand da ja schon irgendwie. 95% oder sowas, ne? Ja, ich möchte abschleppen und wiederherstellen. Sehr gut. Ich glaube, da muss ich noch auf B gehen und muss das hier noch reparieren, oder? So, jetzt ist richtig heiler. Jetzt müssten wir nur gucken. Ja, warte mal, wo sind wir denn gelandet? Hier sind wir gelandet. Reparatur- oder Ausrüstungsdock gibt es hier auch. Das ist es dann hier, oder was? Ja, eigentlich müsste das das Reparaturdock sein, oder? Ja. Wo finde ich das Ausrüstungsdock? Da oben. Dann fliegen wir da doch mal hin, gerade. Dauert natürlich eine ganze Weile. Ja, wir müssten dann noch gucken, dass wir da oben zu Miner 3 gehen, weil der Miner 3 ja da auch noch in einem Sektor ist, wo wir handeln wollen, damit die Beziehung besser wird. Da sind wir ja schnell weggesprungen gerade, ne? Ja, dieses Schiff ist jetzt nicht so erfolgreich, weil jetzt schon der Akku leer ist. Ich glaube, in der Zeit springen wir mal gerade in den Miner 3 rein.
Hier ist er. Zu meiner wechseln. Der müsste ja, ne, am besagten Ort sein, wo wir angedockt sind schon, ne? Ja. Das hatten wir ja noch geschafft. Ausrüstung handeln. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier so? Transporter-Software auf deckendes Überraumverstärker. Das dürfen wir noch nicht mal kaufen. Warte, wenn wir jetzt hier was kaufen, ne? 14 Minuten ist das noch. Die Transporter-Software. Dann wird hier die Dingens verbessert um 78. Naja. Also hier lohnt sich das jetzt wirklich nicht, ne? Ist hier irgendwas bei? Gefechtsversammelsystem? Ja, das ist alles schon zu schwach, ne? Und das, was gut ist, das Rote hier, das dürfen wir noch nicht, ne? Was gibt's denn hier? Dreifachmaschinengeschützturm? Können wir nicht? Dürfen wir nicht? Dürfen wir nicht? Ja, super. Nobel aufbereitender Bergbaulaser. Das ist kein R, das funktioniert also auch nicht so dolle. Okay, dann ist das hier jetzt keine Lösung. Jetzt gucken wir nochmal, aber hier gab's keinen Handelsposten oder sowas, ne? Nee, das heißt, wir sollten da einen Handelsposten wählen. Da sind Piraten. Da ist auch nichts. Da ist ein Handelsposten. Dann würde ich sagen, nee, das war so, so und so. Dann so und so. Und dann ist er weg. Sehr gut. Dann müssen wir wieder in unser anderes Schifflein gehen, was hier war. Warte mal, hier unten, der ist doch angekommen wahrscheinlich schon, ne? Wir hatten ja die Lady dahin geschickt. Ja, da ist er. So, Lady wechseln. Nicht Lady 2, sondern nur Lady. Wir haben das Schiff ja geschafft, zweimal zu kriegen. Wahrscheinlich wegen einem Bug oder sowas, weil das war die Story, ne? Und das sieht ein bisschen anders aus hier. Jetzt war hier die Basis irgendwo, ne? Ist sie das? Nein, das ist eine Maisfarm. Da oben ist sie. Müssen wir da andocken? Ne, mussten wir glaube nicht, ne? Wir müssen nur auswählen und dann F drücken. Helft ihr mit? Warte mal, was war das? Ah, die waren gut auf jeden Fall. Das ist so ein Schiff. Du willst uns zerstören? Genau, ich will zerstören. Wie? Ich habe eine Wurmbleche, durch die ihr zur Hilfe kommen könnt. Woher wissen wir, dass du das, dass das funktioniert? Dass das Kanalismus geworden ist oder so? Dann müsst ihr, das ist nicht unser Problem. Warum genau sollten wir dir vertrauen? Da müssen wir jetzt das mit dem, weil es das Richtige ist. Also gut, du kannst uns auf uns zählen. Sobald es Wurmloch da ist, geht das. Das sind die demokratische Dekuf. Die demokratische Dekuf ist hier unten mit 4 Schiffen. Sehr schön. Jetzt haben wir 10, 21. Okay. 21 Schiffe haben wir jetzt. Das ist schon mal eine Hausnummer. Habe ich bestimmt letztes Mal auch schon gesagt, wo wir 17 hatten. So, gut. Jetzt müssen wir nur schauen. Ein Schiff von die Cavaliere. Cavalieri? Warte mal. So, und den Kaufmann. Den wollen wir mal fragen, wo sein Heimatsektor ist. Vielleicht erfahren wir das. Wo ist dein Heimatsektor? Warum sollte ich dir das sagen? Schließen. Schade. Gibt es hier etwas Interessantes? Hast du Forschungsathleten gesehen? Nee, das brauche ich auch nicht. Nicht, dass ich wüsste, aber das muss nichts heißen. Wenn du arbeitest, schau mal auf der elektronischen schwarzen Brille der Station in der Gegend. Danke, das war's. Und gibt's jetzt was? Nee. Schade, Händler. Das war nicht die Top-Antwort, die ich haben wollte. So, das bedeutet, wir fliegen jetzt weiter. Hier unten ist auch noch was. Kopuevak. Die Kopuevak haben wir wohl auch noch nicht. Das bedeutet, wir würden jetzt mal mit der Lady vielleicht dahin fliegen. Handelsposten sind da, also würde ich sagen, Koordination. Nee, oder? Nee, machen wir anders. Mit der Lady machen wir das so. Und dann so. Und
Schnelligkeit ist so und nichts Gefährliches, keine Hinterhalte. Lass uns fliegen. So, da brauchen wir nicht mehr gucken. Wir müssen jetzt hier gucken. Und zwar gehen wir jetzt hier oben hin zur Lady 2. Ja. Und die Lady 2. Wer ist denn das hier? Ladknube. Da kann die Lady eigentlich dahin fliegen, ne? Die Lady 2, oder? Ja. Dahin und dahin. Oh, das ist schon wieder Gefahr. Hinterhalt. Heimlich. Dann dauert das lange. Aber man schafft es. Mit 15%. Dann lass die doch mal so fliegen. Das will ich doch ausprobieren. Gut. Hier raus. Dann hier rein. Hier raus scrollen. Und wir waren hier und hoffen, dass da schon gesprungen worden ist. Und gehen in den Miner gucken, dass wir da handeln können, ne? Und wenn wir gehandelt haben, dann sind wir schon happy, ne? Weil dann ist das vielleicht wieder gut. Und wenn das gut ist, dann kriegen wir ein paar Schiffe dazu. Will ich hoffen. Schauen wir mal. Ja, da kann man was abbauen. Da ist ein Wurmloch. War das schon immer da? Ich glaube nicht, ne? Oh, das geht ganz weit und ich weiß nicht, wie weit. Ja, das ist dann gleich noch vielleicht der Punkt, wo wir sagen müssen, okay, wir schauen mal. Handelsposten. Der ist da angezeigt. Dann fliegen wir da mal hin. Okay. Sehr wendiges Schiff. Wo wir aufpassen müssen, dass wir nirgendwo gegenstoßen. So, klappt's. Auch ein schickes Bergbausystem drin. Man sieht, wo welche Asteroiden sind, mit welchem Inhalt. Nicht schlecht, der Specht. So, irgendeinen Dockingport wählen wir uns jetzt aus. Lady ist im Zielsektor angekommen und wartet auf neue Befehle. Okay. Okay. Noch näher. Gedockt. So, Güter handeln. Bergbauroboter. Maximal 174 Stück. Wir können maximal 6 machen. Ja, kaufen wir die erstmal, ne? Dann haben wir 3300 gekriegt. Und dann verkaufen wir die. Verkaufen wir die. Also, wir wollen die noch verkaufen. Also, da muss ich hier 6 eingeben, ne? Dann klappt das auch. So, dann wollen wir das mal hochpushen. Verbessern. Cheaten wir das mal hoch, ne? Finanziell machen wir wahrscheinlich Verlust, aber das ist jetzt das, was wir dafür kriegen, den Preis dafür bezahlen, ne? 37.000 steht da schon. Irgendwann kriegen wir ja keine Punkte mehr dafür. 48. Ich glaube, das war's. Kann das sein? Da steht nochmal die Zahl, aber ich glaube nicht mehr, ne? Nein, jetzt ist erledigt. Gut, haben wir verkauft. Jetzt müssten wir mal gerade P aufrufen und schauen, wie wir mit denen... Ne, da war's. Sind wir mit der auf gut. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ein Schiff finden, das uns sagt, wo sie zu Hause sind, ne? Wo ist dein Heimatsektor? 431 minus 99. 431 minus 99. Das bedeutet, meine auswählen, das auswählen und dann dahin fliegen. Können wir ruhig schnell machen und starten. Gut, das hat geklappt.
Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir weitermachen. Wir haben. Ach, dieses Wurmloch wollten wir noch durchfliegen. Ach, das machen wir alles in der nächsten Folge. Wir können mit der kleinen Drohne durch das Wurmloch gucken, wo wir rauskommen. Definitiv. Hier müssen wir gucken, wo die Lady 2 da rauskommt, dass wir dann da auch noch die Leute dazu kriegen und naja, wie das alles so ist. Da unten war ja auch noch einer unterwegs, der jetzt sogar schon angekommen ist. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Da gucken wir diese drei Schiffe, wie es da weitergeht oder vier. Und mit der Drohne durchs Tor. Alles klar, würde ich sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.